Jetzt rufen wir auf den Tagesordnungspunkt 23, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend zuverlässiger und effektiver Rettungsdienst in Hessen, 1934/88. Es beginnt die Frau Kollegin Beschle-Scholz von der CDU-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als Erstes möchte ich Danke sagen. Dank an die Menschen, die mit einem sehr hohen persönlichen Einsatz im Rettungsdienst tätig sind. Menschen, die Tag und Nacht, von Montag bis Sonntag, von Neujahr bis Silvester, jeden Tag dafür sorgen, dass jeder möglichst die Hilfe bekommt, die er im Notfall braucht. Dies ganz egal, ob wir über Boden-, Berg-, Luft- oder Wasserrettung sprechen. Egal, ob wir hier DLRG, Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariterbund, Johanniter-Unfallhilfe und Malteser-Hilfsdienste und viele andere Hilfs- und Rettungsorganisationen meinen. Mein ganz besonderer Dank gilt dabei den Menschen, die neben ihren beruflichen Pflichten sich noch im Ehrenamt besonders bei großen Schadensereignissen und Katastrophen engagieren. Auch vergessen möchte ich nicht die Helfer, die meist ehrenamtlich oder gegen eine geringe Aufwandsentschädigung Veranstaltungen jeder Art betreuen. Ohne sie wäre ein Ereignis wie z.B. den Hessentag, den wir letzt erleben konnten, oder Altennachmittage und Festivals nur schwer zu bewältigen. Lassen Sie uns aber nun einen Blick auf einige der zentralen Elemente unserer Rettungsinfrastruktur werfen. Eine fundierte und moderne Ausbildung ist Voraussetzung. Es ist unbestritten, dass Personal im Rettungsdienst optimal ausgebildet sein muss, um auch optimal helfen zu können. Rettungsdienst heißt eben nicht, einen Verletzten irgendwo aufsammeln und ihn in das nächstgelegene Krankenhaus zu bringen. Meist sind doch gerade die Mitarbeiter im Rettungsdienst die Ersten, die zu einem Unfallort bzw. Einsatzort kommen. Sie sind gefragt und gefordert, die notwendigen und oft auch lebensrettenden Maßnahmen einzuleiten. Sie sichern oft das Überleben oder verhindern schwerere Folgen bei einem Verletzten, eine Aufgabe, die auch immer schwerer wird, nicht zuletzt durch den demografischen Wandel bedingt. Aber auch aufgrund der Anzahl pflegebedürftiger Menschen werden sich in Zukunft Anforderungen an den Rettungsdienst in quantitativer und qualitativer Hinsicht erhöhen. Das zunehmende Alter der Patientinnen und Patienten führt zu komplexer werdenden Notfallsituationen, einer Zunahme der Einsatzzahlen sowie der Veränderung von Krankheitsbildern der Hilfesuchenden. Diesen gesteigerten Anforderungen kann nur durch ausreichend geschultes und qualifiziertes Personal begegnet werden. Vor diesem Hintergrund der veränderten Rahmenbedingungen ist die Schaffung des neuen Berufsbildes des Notfallsanitäters notwendig und den Anspruch an ein zukunftsorientiertes, leistungsstarkes Rettungswesen gerecht zu werden. Hessen hat hier als erstes Bundesland in Deutschland einen Rahmenlehrplan für die Ausbildung zur Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter herausgegeben, um so möglichst schnell mit der Ausbildung in diesem neuen Berufsfeld beginnen zu können. Gleichzeitig wurde auch damit begonnen, Ergänzungsprüfungen für die Rettungsassistenten bzw. Rettungsassistentinnen anzubieten, damit diese nachweisen können, dass sie den Anforderungen des neuen Berufsbildes entsprechen. Allein im ersten halben Jahr nach Einführung wurde dieses Angebot in 11 Prüfungen von insgesamt 127 Prüflingen wahrgenommen. Der bis jetzt ungebrochene Zulauf zu den Rettungsdienstschulen zeigt die Attraktivität der Ausbildung. Ein weiterer Punkt der Infrastruktur ist die Hilfsfrist. Hilfe ist gut, aber schnelle Hilfe ist besser. Im hessischen Rettungsdienst gilt ein klares Ziel. Innerhalb von 10 Minuten soll ein geeignetes Rettungsmittel vor Ort sein.
Hessen hat mit 10 Minuten die kürzeste Hilfsfrist aller Flächenländer. Wenn Hessen beispielsweise eine längere Hilfsfrist von nur 12 Minuten wie die meisten anderen Flächenländern hätte, wäre das Ziel der Einhaltung der Hilfsfrist in 90% der Fälle längst erreicht. Nur, wir in Hessen wählen nicht den bequemsten Weg. Wir in Hessen stehen zu unseren Anforderungen. 10 Minuten und die Arbeit daran, stets das Ziel zu erfüllen. Das ist eine Herausforderung. Andere Flächenländer haben ein solches Ziel nicht. Das fängt damit an, dass nicht wie bei uns die Hilfsfrist, der Zeitraum zwischen dem Eingang der Meldung bei der zuständigen Leitstelle und dem Eintreffen der Hilfsfrist ist. In anderen Bundesländern werden auch nicht die Dispositions- und Ausrückzeit mit eingerechnet. Oder die Zeit beträgt 12 oder gar 15 Minuten, wie z. B. in unserem Nachbarland Rheinland-Pfalz. Und dann kommt noch die Frage hinzu, wie wird dieses Ziel erreicht? Denn es ist wichtig, ein ambitioniertes Ziel zu haben. Aber noch wichtiger ist es, sich auf dieses Ziel hinzubewegen. Das machen wir. Werte Kollegen, in den letzten Jahren haben die Rettungsdienstträger in Abstimmung mit den Hilfsorganisationen und den Krankenkassen in Hessen viel unternommen, um die Einhaltung der Hilfsfristen weiter zu optimieren. Und nur als Hinweis nebenbei, in 70% aller Fällen ist die Hilfe schon in 8 Minuten vor Ort. Und auch nur am Rande sei noch erwähnt, dass wir nicht nur die Ausbildung und die Hilfsfrist stetig verbessern, auch die dauerhafte Qualitätssicherung ist ein wichtiger Faktor. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass Hessen als erstes Bundesland eine Verordnung über die Qualitätssicherung erlassen hat, um einen ärztlichen Leiter Rettungsdienst einzuführen. Es ist uns in Hessen gelungen, ein beispielhaftes Netz zur Notfallversorgung aufzubauen. Dies gilt nicht nur für den bodengebundenen Rettungsdienst mit seinen Wachen, sondern auch für die Luftrettung. So stehen in diesem Bereich Fahrzeuge in der Bodenrettung überall sogenannte Mehrzweckfahrzeuge zur Verfügung, die jeweils alles an Bord haben, was man für eine notwendige und optimale Versorgung braucht. Dies ist in der Bundesrepublik einzigartig. Aber eine erfolgreiche Rettung bleibt nicht mit dem Eintreffen des Rettungsdienstes stehen. Wichtig ist nach diesem ersten Schritt, dass die Patienten auch zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dabei bedeutet das nicht ein x-beliebiges Krankenhaus, sondern ein für den Patienten geeignetes Krankenhaus, sodass direkt mit einer adäquaten Behandlung begonnen werden kann. Denn führen wir es uns vor Augen, nicht jedes Krankenhaus ist zu jeder Tageszeit für alle medizinischen Notfälle ausgerüstet. Das Krankenhaus, diese Vorgabe haben wir, soll nach 20 Minuten, in Ausnahmefällen nach 30 Minuten erreicht werden. Damit wird gewährleistet, dass innerhalb einer Stunde in der sogenannten Golden Hour das auf die Verletzung zugeschnittene Krankenhaus erreicht wird. Als einziges Bundesland wurde dafür in Hessen eine Verknüpfung des Rettungsdienstplanes mit der Krankenhausplanung vorgenommen. Auch hier ist Hessen Vorreiter in der Versorgung von Patienten im Notfallbereich. Durch die Einführung des IVENA, des interdisziplinären Versorgungsnachweises, wurde ein weiterer Schritt zur Sicherung einer guten Versorgung geleistet. Denn durch den IVENA wird die überregionale Zusammenarbeit von Leitstellen und Krankenhäusern gesichert. So entsteht eine überregionale Ressourcenübersicht über die Behandlungs- und Versorgungskapazitäten aller Akutkrankenhäuser in der Umgebung. Diesem Tatbestand vorausgehend war die Neuregelung für die Krankenhauseinsatzpläne, abgekürzt KHEP, bereits im Jahr 2007.
Diese Neuregelung, die eng mit dem Rettungsdienst abgestimmt wurde, ist mittlerweile von Hessen aus in vielen anderen Bundesländern vorgestellt worden. An der Stelle des bisherigen Musterplans, der die Mindestanforderungen des KHEP vorgab, trat nunmehr eine Neukonzeption von Notfallplanung und Risikomanagement. Hierdurch wird ein Informationsvorsprung erreicht, der massiv dem Patienten zugutekommt. Zusätzlich wurde dann ein Erlass durch die Landesregierung im September 2014 erlassen, in dem ein Rahmenkonzept vorgegeben ist, das eine überörtliche Einsatzplanung für einen Massenunfall von Verletzten und Erkrankten vorsieht. Frau Kollegin Beste-Scholz, Sie müssen zum Schluss kommen. Auch hier hat die Landesregierung gehalten. Wir sehen, wir sind hier im Rettungsdienst optimal aufgestellt. Hessen handelt und ist weiter in allen, vor allen Bundesländern Spitze. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Kollegin Beste-Scholz, bevor wir in der Debatte weitermachen, begrüße ich auf der Besuchertribüne unseren ehemaligen Kollegen Dr. Jürgens. Herzlich willkommen. Jetzt geht es in der Debatte weiter. Das Wort hat die Frau Kollegin Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zuallererst möchte auch ich mich für meine Fraktion bei allen, die im Rettungsdienst tätig sind, bedanken. Dieser Arbeit gebührt unser aller Anerkennung und Wertschätzung. Sie helfen nämlich in Not. Ihre Arbeit ist unverzichtbar. Herzlichen Dank dafür. Nun aber zum Antrag. In Punkt 2 gehen Sie auf die Notfallsanitäterausbildung ein. Die Gesellschaft altert. Die Zahl der Rettungseinsätze steigt rapide, weil sich der medizinische Versorgungsbedarf erhöht hat. Das ist Fakt. Der Wandel vom Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter hat mit dem neu geschaffenen Gesetz 2014 begonnen. Für alle Rettungsassistentinnen besteht eine Übergangsregelung. Bis zum 31.12.2020 können sich diese Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter qualifizieren. Derzeit setzen unsere Rettungsschulen dies um. Darüber haben wir schon ausführlich durch einen SPD-Berichtsantrag im Ausschuss debattiert. Sie, Herr Minister Grüttner, sind und waren davon überzeugt, dass die Frist eingehalten werden kann. Was ist jedoch, wenn es doch zu Engpässen kommt? Ich möchte Ihnen noch einmal mit auf den Weg geben, dass es in der Praxis anders aussieht. Nur 70% unterziehen sich der Prüfung, nicht alle bestehen. Hier verschließen Sie leider die Augen, genauso wie bei dem Hebammenmangel. Denn die Praxis zeichnet ein anderes Bild, als Sie es uns darstellen. Bei der Notfallsanitäterausbildung besteht großer Handlungsbedarf, gerade weil wir jetzt schon einen enormen Fachkräftemangel haben. Und dieser schon herrschende Fachkräftemangel und der und dadurch, dass diese Menschen nun die Qualifizierung absolvieren sollen, bestehen Ausfallzeiten bei der Weiterbildung. Und die Experten aus der Praxis berichten, dass die Stichtagsregelung nicht eingehalten werden kann. Deswegen sprechen Sie bitte noch einmal mit den Experten. Denn sie wünschen sich, dass sich die Hessische Landesregierung für die Streichung der Stichtagsregelung einsetzt. Sprechen Sie mit ihnen, denn sie wünschen sich auch hinsichtlich der Refinanzierung einen Hinweis vom Ministerium an die Krankenkassen, dass diese sich nicht länger einer Vereinbarung zur Übernahme der Kosten für die Weiterbildung von Rettungsassistenten, die weniger als 3 Jahre Berufserfahrung, verschließen können. Es ist dringend erforderlich, dass die Krankenkassen ihre Verweigerungshaltung aufgeben und endlich Kostenregelung treffen. Meine Damen und Herren, unterstützen Sie als Landesregierung diese Verhandlungen. In Bayern ist dies beispielsweise gelungen.
Gute Vereinbarungen wurden bezüglich der Kosten, auch der Reise- und Unterbringungskosten, getroffen. Mir ist klar, Herr Minister, Sie werden sich jetzt wieder darauf zurückziehen, dass die Kosten im Rahmen von Budgets zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern direkt zu verhandeln sind. Aber das Ministerium könnte hier die Leistungserbringer unterstützen und stärken. Schließlich geht es um die Personalsituation und damit um die Zukunft der Rettungsdienste und schließlich auch um die Sicherstellung der Notfallversorgung. Die dürfen Sie nicht gefährden. Auch die Refinanzierung für die Praxisanleiter ist bis heute nicht geklärt, geschweige denn von den Unklarheiten bei Vorkursen, Crashkursen und Ergänzungsprüfungen. Das würde jetzt aber zu weit führen. Frau Bechtel-Scholz hat auch die Hilfsfrist angesprochen. Ich kann mich an eine Berichterstattung des HR erinnern. Da ging es darum, dass die Hilfsfrist nicht immer eingehalten wurde. Da ging es darum, dass die Quote von 80 bis 90% in Hessen kritisiert wurde. Vielleicht können Sie, Herr Minister, etwas zur derzeitigen Quote gleich noch berichten. Die gesetzliche Hilfsfrist ist nämlich keine unverbindliche Wunschvorstellung, sondern eine verbindliche Zielsetzung, um Menschen in Not schnell zu helfen. Es ist die Aufgabe des Sozialministers, die in Hessen geltenden Vorgaben durchzusetzen und die Qualität und Schnelligkeit des Rettungsdienstes zu gewähren. Die Hilfsfrist von 10 Minuten ist gut. Und wer es vergessen hat, 1998 wurde sie von der SPD-geführten Landesregierung geschaffen. Das Land allerdings muss darauf achten, dass sie eingehalten wird. Und wenn sie nicht eingehalten wird, muss das Land sich darum kümmern, nach den Gründen fragen und Abhilfe schaffen. Gerade im ländlichen Raum ist es oft schwer, diese Hilfsfrist einzuhalten, weil es einfach weite Wege sind. Und wenn personeller, fachlicher, organisatorischer oder technischer Nachwuchs Polbedarf festgestellt wird, dann braucht es eben entsprechende Anordnung, ob Personalaufstockung oder auch Intensivierung der Schwachstellenanalyse, um lösungsorientierte Verbesserungen zu bewerkstelligen. Da, Herr Minister Grüttner, wünsche ich mir für die Landkreise eine weitergehende Unterstützung vom Land. Und wenn wir ehrlich sind, Herr Minister, hätten Sie Verbesserungen und Unterstützung auf den Weg bringen können, wenn es gelungen wäre, die KV davon zu überzeugen, dass man die Leitstellen für Rettungsdienste und des ärztlichen Notdienstes zusammenlegt. Sicherlich wäre dann die Einhaltung der Hilfsfrist noch besser möglich. Da hätten sich Landesregierung, aber natürlich auch KV mehr engagieren müssen, damit man dort innovative Wege hätte beschritten werden können. Sie hatten derzeit den Standpunkt vertreten, das sei Sache der KV. Und wenn sie nicht will, dann kann man eben nichts machen. Schade, dabei gab es doch diesbezüglich Pilotprojekte, und die haben bestens funktioniert. Diese Erfahrung hätte man nutzen können, um hier dann auch entsprechend Handlungsempfehlungen auszusprechen. Aber vielleicht wollen Sie ja das noch einmal angehen. Für die Versorgung auf jeden Fall wäre es ein richtiger Schritt. Auch auf die Golden Hour möchte ich zu sprechen kommen. Das erklärte Ziel dieser Golden Hour ist, dass der Patient spätestens eine Stunde nach dem Unfall in der Klinik ankommt, damit die Wahrscheinlichkeit einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes möglichst gering bleibt. Diese 60 Minuten wurden aus einer Vielzahl von Statistiken und Studien abgeleitet. Die Verschlechterung nämlich des Gesundheitszustandes folgt vor allem aus der Unterversorgung von Organen oder beispielsweise bei einer Vergiftung durch Zirkulationsstörungen. Ein halbwegs gesunder Mensch kann diese Zentralisierung etwa eine Stunde lang kompensieren, bevor es zum Versagen einzelner Organe kommt. Dass die Golden Hour hier in Hessen erreicht wird, ist ein Fund, meine Damen und Herren. Nochmals herzlichen Dank an die kompetenten Rettungskräfte und die Krankenhäuser, die ihr Möglichstes tun, um Menschenleben zu retten. In diesem Zusammenhang möchte ich auch unsere SPD-Initiative zur Rettungsgasse noch einmal ins Gedächtnis bringen. Die hatten Sie damals abgelehnt, jetzt ist sie eingeführt. Auch das hilft Menschenleben retten. Hier hilft übrigens auch das von der Kollegin bereits erwähnte Informationssoftwareprogramm IVENA. Dieser interdisziplinäre Versorgungsnachweis ersetzt zu einem großen Teil die bislang erforderliche telefonische Kommunikation zwischen den Mitarbeitern der Leitstelle
und der Kliniken. Damit wird die Kommunikation schneller. Hinter dem etwas sperrigen Namen verbirgt sich eine deutliche verbesserte Überlebenschance für Unfallopfer und Patienten. Ivena sagt dem Fahrer des Notarztwagens nämlich quasi auf Knopfdruck, in welchem Krankenhaus nicht nur ein freies Bett zur Verfügung steht, es alarmiert zudem die Spezialisten, die dann vor Ort gebraucht werden. Alles in allem ein rundherum gelungenes Instrument, das Leben retten hilft. Abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich sagen, der Lob und Dank gilt nicht den Regierungskoalitionen oder der Landesregierung, sondern in erster Linie den Rettungsdiensten, den Rettungskräften, den Notfallsanitätern, dem ärztlichen Bereitschaftsdienst und allen Akteuren im Gesundheitswesen. Denn sie helfen Menschen in Not. Der vorliegende Antrag besteht aus Eigenlob. Sie begrüßen, sie stellen fest. Aber es sind noch zu viele nicht geklärte Fragen, wie z.B. was tut das Land, um die Einhaltung der Hilfsfristen zu unterstützen. Ich stelle auch hier noch einmal die Frage, wollen Sie das Versäumnis der Zusammenlegung diesbezüglich mit der KV überdenken und initiieren, und wollen Sie den Fachkräftemangel tatsächlich angehen? Wie wollen Sie die Qualifizierung zu Notfallsanitätern sicherstellen? Alles in allem bleiben noch zu viele Fragen offen, noch zu viel Handlungsbedarf, zu viel Selbstverständlichkeiten, um Ihrem Antrag zuzujubeln. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Bevor wir in der Debatte weiterfahren, begrüße ich auf der Besuchertribüne unsere langjährige Kollegin Inge Felter. Herzlich willkommen, liebe Inge. Das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Über die Kreativität von Themen für Setzpunkte möchte ich mich nicht streiten. Schließlich geht es hier heute um ein wichtiges Thema. Ein gut oder weniger gut funktionierendes Rettungswesen kann über Leben und Tod entscheiden. Grund genug, sich damit zu beschäftigen. Wie können wir dafür sorgen, dass unser Rettungswesen besser wird? Das wäre ein guter Titel für einen Antrag gewesen. Aber nein, die Landesregierung ist sich selber genug. Eine Opposition bedarf es überhaupt nicht, und den Landtag braucht es dafür ja eigentlich auch nicht. Allerdings ist es noch keine zwei Jahre her, dass die hessischen Medien eine durchaus problematische Versorgung mit Rettungseinsätzen vermeldeten. Und wenn wir uns die aktuellen Zahlen ansehen, gibt es weiterhin Luft nach oben. Insbesondere in den großflächigen ländlichen Kreisen sind Einsatzfristen bis 10 Minuten noch lange nicht bei 90%. Da liegen wir bei 73,4 im Vogelsbergkreis, bei 74,6 im Landkreis Waldeck-Frankenberg, bei 80,1 im Landkreis Limburg-Weilburg etc. In den Städten ist es allerdings besser. Da liegt die Einsatzfrist in über 90% der Fälle unter den 10 Minuten. Allerdings sollten wir nicht nur auf die Einsatzfristen schauen. Es ist auch erforderlich, dass andere Hilfskräfte, z.B. die Polizei, entsprechend gut geschult sind, damit sie einen Herzinfarkt von einem Schwächeanfall unterscheiden können und wissen, wann sie welchen Wagen anzurufen haben. Wenn das gewährleistet gewesen wäre, wäre das Überleben eines kommunalen grünen Politikers nicht nur davon abhängig gewesen, dass es vor Ort zufällig einen Arzt gab, sondern es wäre rechtzeitig der Rettungswagen da gewesen. Die Anzahl der Rettungsdiensteinsätze steigt kontinuierlich. 2014 fiel ein Rettungsdiensteinsatz pro Jahr auf jede sechste Einwohnerin bzw. jeden sechsten Einwohner. Auffällig ist dabei aber die völlig unterschiedliche Nutzung des Rettungsdienstes in den verschiedenen Kreisen. Während im Wetteraukreis auf jeden 133. Einwohner ein Einsatz entfällt, wird in Kassel nur jeder 229. Einwohner der Rettungswagen gerufen. Eine vergleichende Erhebung zur gesundheitlichen Infrastruktur in Verbindung mit Rettungseinsätzen wäre eine sinnvolle Konsequenz daraus, damit man nämlich einmal schauen kann, wie hängen die Dinge eigentlich zusammen. Und damit könnte sich ein Antrag der Regierungsfraktion auseinandersetzen, der keine Beschäftigungstherapie für gelangweilte Abgeordnete wäre. Wir wissen aus den Landkreisen, dass die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes genauso wie die Inanspruchnahme der Notfallambulanzen der Kliniken gestiegen ist, seitdem die Kassenärztliche Vereinigung ihre Bereitschaftsdienstzentralen ausgedünnt hat.
Es ist nachvollziehbar, dass jemand in einer gesundheitlichen Krisensituation lieber einen Rettungswagen anruft, als sich mit einer Bereitschaftsdiensttelefonzentrale auseinanderzusetzen. Es ist auch naheliegend, dass jemand ins nächste Krankenhaus geht, bevor er kilometerweit zur Bereitschaftsdienstzentrale fährt, die er ohnehin nur mit dem eigenen Pkw erreichen kann. Und wenn er nicht mehr fahren kann, geht das eben gar nicht. Dies führt dazu, dass die Kosten für die Rettungsdienste steigen, und dies führt zu höheren Defiziten der Kliniken, die nur einen Bruchteil der Kosten von den Krankenkassen erstattet bekommen. Ein Grund für die Landesregierung, sich zu loben, wäre gewesen, wenn sie heute berichten könnte, wir haben die Kassenärztliche Vereinigung dazu gebracht, weitere Kooperationen der Rettungsdienststellen und ärztlichen Notdienste einzugehen. Dann könnten sie sich hier heute beklatschen, und wir würden mitklatschen. Wenn es dazu käme, dass die Zentralen schrittweise zusammengeführt werden würden, das wäre noch nicht der große Sprung. Aber dazu gibt es nichts im Antrag, nicht einmal der Verweis, dass Sie Gespräche geführt haben. Immerhin könnten Sie Ihr Versprechen aus 2012 damit endlich einmal einlösen. Ein zutreffender Satz im Antrag beschäftigt sich mit der Bedeutung, die die Übergabe an das Krankenhaus bei einer Notfallversorgung hat. Das ist richtig. Es nützt nichts, gut arbeitende Rettungsdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, bei denen wir uns für ihr Engagement bedanken. Das tun wir hier. Wir bedanken uns. Aber leider sind die völlig unterbezahlt, müssen ständig Überstunden schieben. Eine bessere Bezahlung und mehr Personal wäre eine angemessenere Art, sich zu bedanken, als hier Beifall zu klatschen. Das Rettungsdienstsystem funktioniert so lange, wie es Krankenhäuser vor Ort gibt. Wenn diese Landesregierung aber weiterhin daran arbeitet, gerade im ländlichen Raum die kleinen und defizitären Kliniken der Grundversorgung den Garaus zu machen, wird es nicht mehr lange funktionieren. Bereits jetzt melden viele Kliniken an vielen Tagen rot in dem hochgelobten Versorgungsnachweis IVENA. Und dann wird mit Notfallzuweisungen gearbeitet. Ja, was nützt mir denn das beste System, das feststellt, dass die Krankenhäuser voll sind, wenn dann die Rettungsdienste doch die vollen Krankenhäuser anfahren müssen? In den letzten Plenarsitzungen hatten wir uns mit der verweigerten Bürgschaft für Lindenfels beschäftigt. Wir konnten deutlich aufzeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen der ambulanten und stationären Versorgung gibt. Wenn das Klinikum nicht mehr existiert, werden mehr Notfalleinsätze über wesentlich weitere Strecken gefahren werden. Dann wird vielleicht der Rettungseinsatz rechtzeitig vor Ort sein. Aber die Zeit bis zur stationären Versorgung wird viel länger werden. Und Lindenfels ist nur ein Beispiel. Da gibt es mehr Kliniken, die Unterstützung im Veränderungsprozess benötigen und die das Land verwehrt. Kollege Kummer hat vor Kurzem nach der Kreisklinik Groß-Gerau gefragt. Aber auch hier wird die Unterstützung für ein zukunftsfähiges Konzept verweigert, und dies einzig und allein mit dem Ziel, die Anzahl der Krankenhäuser und Betten zu reduzieren. Große Kliniken hingegen haben es da deutlich leichter. Da werden auch mal schnell ein paar Intensivbetten in Wiesbaden ausgestellt. Nicht, dass ich das ablehnen würde, allerdings nicht, wenn man vorher in anderen Kliniken welche zugemacht hat. Die Euphorie bezüglich der Ausbildung der Notfallsanitäterinnen können wir leider nicht teilen. Ich erinnere mich an einen nur teilweise beantworteten Berichtsantrag der SPD zu dem Thema im Ausschuss. Da wusste das Land nicht einmal, wie viele Rettungsdienstassistentinnen wie lange im Beruf sind, und danach richtet sich schließlich die Stundenzahl, die sie für den Aufbaulehrgang noch erbringen müssen. Kein Interesse haben viele die Prüfung überhaupt noch abzulegen. Und es sind viele Prüfungskurse bereits wegen mangelnder Nachfrage ausgefallen, obwohl wir eigentlich noch 2.000 Menschen prüfen müssten an der Stelle. Diejenigen, die noch über keine 5 Jahre im Beruf sind, müssen 480 oder 960 Stunden nachgeschult werden. Das heißt, sie müssen 3 bis 6 Monate aus dem Dienstbetrieb rausgenommen werden bei voller Lohnfortzahlung und in die Schule geschickt werden. Auch wenn die Ausbildungskosten durch die Krankenkassen refinanziert werden sollten, und das haben wir ja eben schon einmal gehört, gibt es in der Realität hier ständig Ärger. Es gibt aber auch die Alternative, dass die Rettungsassistentinnen einfach die Vollprüfung ablegen, ohne Vorbereitung oder nach einem Crashkurs von einigen Wochen. Letztlich ist das auch für die Arbeitgeber attraktiver, weil sie selbst bei gutem Willen gar nicht genug Personal haben, um den Ausfall abzudecken.
Fast überall wird schon nur noch mit massiven Überstunden der normalen Dienstbetrieb aufrechterhalten. Es ist im Rettungsdienst nicht anders als überall sonst im Gesundheitswesen. Und das beklagen wir hier immer wieder und werden wir auch in Zukunft tun, bis die Situation wirklich besser wird. Schließlich gibt es nicht wenige, die die Notfallsanitäterausbildung absolvieren, mit dem Ziel, anschließend Medizin zu studieren. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Sie überbrücken die Wartezeit auf den Studienplatz und nutzen den Beruf als Studierendenjob, bleiben aber auf Dauer nicht dort. Denn es gibt genügend Stellen in den Krankenhäusern, die sie dann antreten können. Das heißt, wir verlieren auch viele ausgebildete Menschen an der Stelle wieder. Das muss man dann kompensieren. All dies verführt nicht zur Euphorie, sondern zu verschärftem Nachdenken darüber, wie das Projekt bis 2022 erfolgreich zu Ende gebracht werden kann, wenn die Notfallsanitäterinnen als Verantwortliche auf den Rettungswagen eingesetzt werden sollen. Auch dies wäre ein Thema, mit dem man sich beschäftigen könnte, um gemeinsam Lösungen zu finden. Es sieht aber nicht so aus, dass die Landesregierung das Interesse hätte, sich die Expertise – und nein, ich meine nicht die der Opposition, so vermessen sind wir gar nicht – sondern der Fachleute der Einrichtung des Rettungsdienstwesens anzueignen. Denn die sagen laut und deutlich, was sie brauchen. Sie müssen nur hinhören und schauen, was man davon wie umsetzt. Wenn Sie sich die aneignen würden, dann könnte man sich nämlich überlegen, wie der Weg erfolgreich gegangen werden könnte. Wenn Sie so weitermachen, sehe ich da ganz schwarz. Wir können der Landesregierung nur empfehlen, mehr Diskurs, weniger Lobeshymnen, dann können wir in Hessen tatsächlich weiterkommen. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. – Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP-Fraktion, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Jetzt hatte ich mich extra ein bisschen früher gemeldet, dass man die Chance hatte, noch einmal etwas Neues zu sagen und nicht allen hinterherreden zu müssen. Leider ist es mir nicht gelungen. Die Kolleginnen waren schneller gewesen und haben das Privileg gehabt, sozusagen sich aktueller an dem Thema abarbeiten zu dürfen, wobei schon die Formulierung eigentlich von mir falsch ist. An dem Thema arbeitet man sich nicht ab, sondern es ist einfach ein grundweg positives Thema. Und es zeigt auch, wie die verschiedenen Ebenen hier im Staat, aber auch vor allem die Anbieter in dem Bereich Rettungswesen, wie hervorragend die zusammenarbeiten. Das kann man einfach nur an der Stelle so feststellen. Der Dank ist ja schon hier ergangen, denn der darf auch nicht fehlen. Dafür muss auf jeden Fall die Zeit sein, eben der Dank an die Notärzte, an die Rettungshelfer, die Rettungssanitäter, die Rettungsassistenten entsprechend hier auszusprechen. Denn das, was dort geleistet wird, und Frau Schott jetzt hat wieder so ein bisschen das auch kritisiert, ich will es mal positiv sagen, was dort geleistet wird, nämlich im Schnitt über 48 Stunden, die dort von jedem geleistet werden in der Woche. Das ist vorbildlich, das ist eine hohe Belastung. Und ich glaube, da muss man auch mal einen Blick drauf richten. Das ist eine ganz besondere Art und Weise, wie dort das Arbeiten gelebt wird. Denn es ist mehr als ein Job. Die Menschen, die dort arbeiten, empfinden es oft als Berufung. Und deshalb auch ganz herzlichen Dank an die Menschen, die dort im Rettungswesen, egal ob als Arzt oder Helfer, ob als Rettungsassistenz, ihre Arbeit tun. Vielen Dank an dieser Stelle für diese Menschen. Ich kann das berichten aus besonderem Anlass, aus meiner persönlichen Sicht. Vor wenigen Tagen ist in meiner Nachbarschaft ein junges Kind aus dem Fenster gestürzt. Innerhalb kürzester Zeit war ein Rettungswagen, ein Notarztwagen und auch ein Hubschrauber vor Ort. Es wurde eine Erstversorgung vorgenommen. Sozusagen alles, über das wir hier theoretisch sprechen, habe ich erleben dürfen. Und es ist einfach unglaublich, wie professionell dort gearbeitet wird, wie dann der junge Mensch, und da ist es ja auch völlig egal in unserem Land, und das ist auch vorbildlich, was jemand verdient, in welcher sozialen Status er hat. Er wird die volle Bandbreite des Gesundheitswesens zur Verfügung gestellt. Und das ist vorbildlich in Deutschland. Und das ist etwas, worauf wir auch stolz sein können. Und
Vorbildlich ist nicht nur Deutschland an dieser Stelle, sondern auch Hessen ist vorbildlich. Das muss man feststellen, unabhängig von jetzt möglicher Kritik an der Landesregierung, an einzelnen Mitgliedern der Landesregierung. Man muss einfach feststellen, in Hessen hat das Rettungswesen ein besonderes Augenmerk. Es wird besonders gearbeitet. Vielleicht liegt es auch an den Aktiven dort, die mit der Landesregierung gut harmonieren. Und hier werden auch besondere Initiativen vorangetrieben. Wir haben hier ja das spezielle Thema mehrfach schon besprochen, die Frage der Notfallsanitäter und der Frage, wie denn die jetzt im System arbeiten, und aber vor allem die Fortbildung und die Frage, wie die Anbieter der Rettungsdienstleistungen, wie die damit umgehen, damit ihnen das Fachpersonal nicht ausgeht. Aber ich möchte an der Stelle auch noch einmal beleuchten, woher die Frage oder wie sozusagen die Frage der neuen dreijährigen Ausbildung denn zu betrachten ist. Denn auch hier ist Hessen in besonderer Weise vorbildlich gewesen. Und derjenige oder Hessen sind diejenigen, die das vorgelebt haben und eigentlich auch den Anstoß gegeben haben. Ich möchte hier daran erinnern, dass bereits am 15. November 2004 durch einen Erlass im zuständigen Ministerium hier in diesen Spannungsbogen, alle, die mit der Gesundheitspolitik befasst sind, kennen diesen Spannungsbogen zwischen den Hilfskräften und den Ärzten. Wer darf wann was? Da wird ganz genau geguckt. Und seit 2004 ist man hier diesen Weg gegangen, entsprechend eine erweiterte Versorgungsmaßnahmen für die qualifizierten Rettungsassistenten zuzulassen. Und das, denke ich mal, vielleicht wird der Minister das noch einmal ausführen, ist ja ein Stück weit die Blaupause für das, was wir jetzt umsetzen. Und ich kann hier nur noch einmal aus dem Ärzteblatt von 2013, dem Hessischen Ärzteblatt, zitieren, was das denn für Hessen eigentlich bedeutet in der fachlichen Umsetzung. Da sagt das Ärzteblatt, somit wird sich in Hessen nicht viel an den Befugnissen der Notfallsanitäter und Sanitäterinnen im Hinblick auf das eigenständige Durchführen von heilkundlichen Maßnahmen ändern. Also in der fachlichen Umsetzung sind wir in Hessen schon seit einiger Zeit dort an der absoluten Spitze. Und ich denke auch, wir sind sozusagen Pilotprojekt, das seit einem Jahrzehnt dies schon vorlebt. Und das jetzt konsequenterweise natürlich auch umzusetzen in einem entsprechenden Berufsbild und damit natürlich auch die dort Tätigen, deren Arbeit aufzuwerten, ist, glaube ich, auch richtig. Ich kann nur, wenn das hier so ist, dass wir in Hessen ja faktisch schon viel von dem täglich leben, den Hinweis, dass man da mal guckt, wie man das denn auch für die qualifizierten Rettungsassistenten, diese Anerkennung vernünftig umsetzt und dort nicht zu viel Bürokratie, sondern mehr Augenmaß einsetzt. Aber da ist meine Hoffnung, dass man da auch im Dialog ist und vernünftige Maßnahmen findet. Weil was wir natürlich nicht wollen, ist, dass es jetzt zu Engpässen kommt. Und wir haben eine besondere Herausforderung in dem Bereich gehabt. Auch das Thema Flüchtlingskrise ist auch vom Rettungswesen hervorragend abgearbeitet worden. Hat jemand etwas gehört, dass es dort nicht gestemmt worden ist? Und es war nicht nur in der Frage der Unterbringung, sondern auch gerade in diesem Akutbereich eine große Herausforderung, eine Menge zusätzlicher Einsätze, die bewältigt werden mussten, ein Nachsteuern im System, das dort möglich und notwendig wurde. Auch das wurde bravourös dort aufgefangen und umgesetzt, sodass es, glaube ich, nirgends irgendwo öffentlich gemacht worden, dass es dort zu Engpässen kam. Auch da noch einmal herzlichen Dank für diese Leistung. Am Ende bei dieser insgesamt positiven Bilanz, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht auf die einzelnen weitergehenden Punkte noch einmal eingehen. Das IVENA-Projekt ist genannt worden. Ich glaube, da kann man einfach nur sagen, es ist richtig und gut und zeigt auch, dass das Informationszeitalter immer stärker Einzug nehmen wird und dass das auch Leben rettet und dass es auch entsprechend umgesetzt werden soll. Das ist, glaube ich, absolut unstrittig. Einen Punkt möchte ich allerdings noch vielleicht als Aufgabe der Landesregierung mit auf den Weg geben. Das ist natürlich auch das ganze Thema, was ja für die Bevölkerung vor Ort keine Rolle spielt, aber doch auf die Kostenträger trifft und damit dann doch wieder die Bevölkerung. Das ist das Thema Leitstellen in Hessen. Also da ist immer noch die Frage, und das ist ein sensibler Bereich, das ist mir klar. Ich bin selbst in einem Kreisausschuss, der da großen Wert darauf legt, dass er eine tolle Leitstelle hat. Aber wenn man sich in anderen Bundesländern mal umschaut, die auch hervorragende
hervorragende Versorgung hat. Auch dort ist es gelungen, dass mit einer besseren Verteilung und einer den modernen Möglichkeiten angepassten Struktur der Leitstellen auf den Weg zu bringen. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Wir haben uns ja auch schon einmal daran versucht. Wir wollten ein Anreizsystem einführen. Das hat aber keinen Anreiz ausgelöst, sondern hat die Situation weiter verfestigt. Und darum ist ja mein Wunsch, und das ist legitim hier vorzutragen, dass die neue Landesregierung das noch einmal versucht, ins Auge zu nehmen. Das ist kein einfaches Thema, aber man lässt sich ja nicht für einfache Themen wählen, sondern für schwierige. Von daher viel Erfolg in diesem Bereich. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege René Rock. Es gibt eine kurze Intervention. Frau Kollegin Schott. Herr Präsident, Herr Rock, wenn Sie mir hier die Gelegenheit geben, noch einmal in die Bütt zu gehen, weil Sie sagen, ich hätte den Rettungsdienst diskreditiert, dann finde ich das sehr, sehr gut, weil ich dann noch einmal sehr deutlich sagen kann, was ich tatsächlich gesagt habe. Es nützt nichts, gut arbeitende Rettungsdienstmitarbeiterinnen zu haben, bei denen wir uns für ihr Engagement durch Klatschen bedanken. Leider sind sie unterbezahlt und müssen ständig Überstunden schieben. Eine bessere Bezahlung und mehr Personal wären allerdings eine angemessene Art, sich zu bedanken. Diesen Satz wiederhole ich hier gerne, und es geht weiter. Ich bin noch nicht fertig. Das Rettungsdienstsystem funktioniert so lange, wie es Krankenhäuser vor Ort gibt. Das war meine Aussage, bei der bleibe ich auch. Das diskreditiert niemanden. Die Menschen machen eine hervorragende Arbeit. Die Rahmenbedingungen sind so, dass sie ihre Arbeit nicht so gut machen können, wie sie sie gerne machen würden, dass sie nicht die Ruhepausen haben, die sie gerne hätten, und dass sie nicht angemessen bezahlt werden. Und das kritisiere ich hier in aller Schärfe. Herr Rock. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Schott, es war überhaupt kein Ziel von mir, Ihre Verärgerung hervorzurufen. Ich hatte nur versucht, deutlich zu machen, dass man sich dem Thema auch von der anderen Seite nähern kann und sagen, man lobt erst einmal die Menschen dafür, was sie dort leisten. Und das war einfach das, was ich ausgeführt habe, weil mein Gesamttenor meiner Rede ein positiver sein sollte. Und das war der Unterschied. Ich habe Sie nicht in der Sache kritisieren wollen. Ich habe nur gesagt, ich habe einfach eine andere Formulierung gewählt. Von daher sind wir doch gar nicht so weit auseinander. Es ist eine hervorragende Leistung, die dort geleistet wird, und die muss auch entsprechend honoriert werden. Aber ich wollte den Menschen sozusagen von der anderen Seite ein Kompliment machen. Also, seid euch wieder einig. Dann geht es weiter in der Debatte. Der Kollege Bocklet hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! So ein Setzpunkt ist in der Tat immer eine Möglichkeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen und eine Analyse vorzunehmen, was ist die Zustandsbeschreibung für den Rettungsdienst einerseits und vor welchen Herausforderungen stehen wir. Ich kann Ihnen sagen, das gehört nicht zu einer Pflichtaufgabe, wenn man sich bei all den Akteuren bedanken will. Manchmal ergibt es sich ja, dass Tagesordnungspunkte auch so noch einmal einen Fokus auf seine eigene Biografie werfen. Ich war schon am Fertig meiner Rede schreiben, und dann fiel mir auf, dass ich eigentlich selbst jahrzehntelang Betroffener war. Das vergisst man dann. Mein Vater war über 40 Jahre bei der Berufsfeuerwehr Frankfurt und hat 10 Jahre selbst als Rettungssanitäter am NRW 5 in Frankfurt-Höchst gearbeitet. Ich kann Ihnen berichten, dass ich gute Einblicke gewinnen konnte, dass sie diese Arbeit und dieses Engagement nicht immer auch nur in der Einsatzkleidung hängen blieb, wenn man als Rettungssanitäter zu bestimmten Unfällen fuhr oder was man so alles so erlebt hat. Ich kann Ihnen da berichten, das ist nicht immer nur eine schöne Angelegenheit. Und aus dieser persönlichen Sicht auch noch einmal allen Menschen, allen Personen, Männern und Frauen, die in den Rettungsdiensten arbeiten, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, allerherzlichsten Dank für Ihr Engagement. Das ist mehr, als man erwarten kann. Zu einer Bilanz gehört auch eine nüchterne Analyse. Ich finde es selbst manchmal ein bisschen müßig, in Superlativen immer wieder zu reden, aber bei einer Bilanz ist es tatsächlich so, dass man auch einmal sagen kann, wo führt man und wo hat man noch Nachholbedarf. Aber wenn man selbst als Bundesland
Die CDU hat das vor vielen Jahren eingeführt, sich selbst als ehrgeiziges Ziel gesetzt hat, die kürzeste Hilfsfrist aller Flächenländer einzuführen. Dann ist das erst einmal lobenswert. Ich weiß, dass es auch vom HR andere Berichterstattungen gab. Aber wir wissen auch, dass der Rettungsdienst in Hessen hat mit diesen 10 Minuten bereits schon die 2-minütige Dispositions- und Ausrückzeit von 2 Minuten enthalten ist, Frau Dr. Sommer, und dass man dann bei 70% der Einsätze zum Notfallort bereits in 8 Minuten erreicht hat, dann finde ich das ein sehr respektables Ergebnis, ein sehr lobenswertes Ergebnis, was natürlich keiner hier im Saal damit meint, dass wir da aufhören, daran zu arbeiten, dass es nicht nur 90% sind, dass man nahe dran kommt an 100%, aber es ist ein wirklich bundesweit tolles Ergebnis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, die kürzeste Hilfsfrist aller Flächenländer. Wir haben auch ein dichtes Netz an Rettungswachen. Wir haben ein fantastisch dichtes Netz auch an Luftrettungsstationen, was man auch gerne einmal übersieht. Dass es nämlich die Hubschrauber ein ganz wesentlicher Teil ist, auch gerade für Notfalleinsätze, und dass mit dem in Gießen der letzte weiße Fleck auf der Landkarte beseitigt worden ist. Wir haben als erstes Bundesland die sogenannte Golden Hour berücksichtigt, weil man festgestellt hat, logischerweise in der Notfallversorgung, dass nicht nur wichtig ist, dass man in 10 Minuten dort ist, sondern dass man relativ schnell im Krankenhaus ist und wenn man im Krankenhaus ankommt, dort auch schnell und gut qualitativ hochwertig versorgt wird. Auch hier ist das Bundesland Hessen weit vorne dran. Wir haben auch eine neu eingeführt, auch die hervorragende Vorbereitung auf Großschadensereignisse. Auch das rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Tragischerweise, wenn es gerade jetzt bei der verstärkten Terrorgefahr, müssen wir uns noch verstärkter darauf einstellen, wie können die Rettungsdienste die Kapazitäten sinnvoll und koordiniert zusammenarbeiten. Auch da ist der Erlass von 2014 eine wirklich richtungsweisende Entscheidung, die dazu führen wird, dass man ein gutes Gefühl haben kann, in Hessen sollten solche schrecklichen Ereignisse eintreten, dass das Bundesland gut aufgestellt ist. Und schließlich ist auch Hessen das erste Bundesland mit dem Beginn der Notfallsanitäterausbildung, weil wir auch wissen, dass die präklinische Versorgung enorm wichtig ist, weil wir wissen, wenn dort der Rettungssanitäter kommt, dass er schon weiß, was er tut. Das kann schon entscheidend dazu beitragen, dass Leben gerettet wird. All das, finde ich, ist in der Tat eine gute Bilanz. Und Frau Dr. Sommer, ich muss Ihnen auch sagen, ich finde die Diskussion, so wie sie geführt wird, auch sehr sachlich, weil Sie natürlich auch Punkte benennen, an denen man sagen muss, wir können als Bundesland, wir wollen auch als Bundesland nicht stehen bleiben. Sie haben richtige Fragen gestellt. Und ich will auch die Herausforderungen benennen, die wir in der Gesundheits- und in dem Fall Rettungsfallpolitik, vor denen wir stehen. Ich glaube, wir müssen 3 Themenfelder besonders stark in den Fokus nehmen. Der demografische Wandel, sprich den ländlichen Raum. Dort stehen viele Krankenhäuser im ländlichen Raum vor großen Problemen, überhaupt aufrecht zu bleiben. Wir wissen, viele Krankenhäuser, die ich besucht habe, die wenigsten sind davon mit einer schwarzen Null, eher mit großem Defizit. Das muss man tatsächlich im Auge behalten, dass der Rettungssanitäter auch tatsächlich noch zügig ein Krankenhaus anfahren kann oder eine andere geeignete Einrichtung, völlig unstrittig. Das ist natürlich bei der Krankenhaus- und der Notfallversorgungsplanung ein wesentlicher Fokus. Das zweite Thema wird sein, dass sich auch die Krankheitsbilder sich tatsächlich verändern. Und da wird man auch eine Anpassung beim Rettungsdienst und bei den Vorqualifikationen beachten müssen. Und wir werden insgesamt auch die Veränderung der Krankenhausstrukturen beachten müssen. Wie können die Menschen dort tatsächlich auch jeglichen Notfall aufnehmen? Die 3 Themenfelder sehen wir auch in der Koalition. Ich will noch einmal sagen, ich herzlichen Dank an die Anmeldung dieses Setzpunktes, weil ich es richtig finde, dass man auch über Themen redet, wenn sie nicht in Krisen sind und wenn sie nicht immer nur täglich im Fokus der medialen Berichterstattung sind, dass man ihnen auch einmal Aufmerksamkeit schenkt und sagt, wir sind gut aufgestellt, wir können den Menschen in diesem Land sagen, man kümmert sich darum, man weiß, dass es ein ganz wichtiger Punkt der Daseinsvorsorge ist. Diesen Teil wird verbunden mit einer Analyse, und ich finde diese Analyse, ohne jetzt, ich finde das kein Jubelgeheul, das muss ich jetzt echt mal sagen, da gibt es wirklich andere Diskussionen, es ist eine sachliche Feststellung, dass wir wirklich sehr gut aufgestellt sind in vielen Bereichen, erstens, und das, Frau Bächle-Scholz wird mir da recht geben, dass wir keine Diskussion scheuen an dem Punkt, wo können wir uns verbessern, in Kooperation mit den Rettungsdiensten, mit anderen Akteuren, mit den KV, mit den Ärztekammern, alle, die sich daran beteiligen wollen. Wir sind wirklich so aufgestellt, dass wir sagen, jede Frage der Zukunftsplanung, der guten Versorgung, der stellen wir uns kritisch, selbstkritisch und werden daran weiterarbeiten, noch besser zu werden, als wir es eh schon sind. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Rettungsdienst ist rund um die Uhr, egal ob Werktag, ob Feiertag, ob Sonnenschein, ob Schneesturm, für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande unterwegs. Die Gemeinsamkeit dieses Landtages ist, dass all diejenigen, die dort aktiv sind, unser Dank gebührt. Das gehört auch seitens der Landesregierung noch einmal ausgesprochen, meine Damen und Herren. Wir sehen als Landesregierung den Rettungsdienst als Grundpfeiler der Rettungskette und damit auch der präklinischen Versorgung an. Das ist immer eine Frage, wie Rettungsdienst insgesamt angesehen wird. Wir sehen ihn natürlich als Teil der gesundheitlichen Versorgung an im präklinischen Bereich. Deswegen war es für uns auch wichtig, als einziges und erstes Bundesland, dass die Rettungsdienstplanung verknüpft wird mit der Krankenhausplanung, weil es nutzt nicht die notarztmäßige Versorgung vor Ort, sondern wir brauchen auch die Anschlussversorgung in den Krankenhäusern. Deswegen ist diese Verknüpfung so ausgesprochen wichtig. Und dabei nimmt der Rettungsdienst schon in Anspruch für sich, dass er jenseits der Fragestellung, dass er genau weiß, welche Versorgungskapazitäten für Notfälle in Krankenhäusern vorhanden sind, dann die Krankenhäuser anzufahren, die auch tatsächlich für die Notfallversorgung geeignet sind. Und deshalb ein erster Einschub, Frau Schott, die Krankenhausstrukturgesetz oder das Gesetz zur Änderung der Strukturen in Krankenhäusern, die wir im letzten Jahr auf den Weg gebracht haben mit maßgeblicher Beteiligung des Landes, ein Bundesgesetz, sieht als entscheidendes Kriterium für die Krankenhausplanung die Notfallversorgung und insbesondere die Notfallversorgung in der Fläche vor. Und wenn Sie an ein Krankenhaus sprechen, von dem Sie heute auch wieder gesagt haben, muss ich Ihnen leider gestehen, der Rettungsdienst hat seit Jahren dieses Krankenhaus nicht mehr angefahren, weil das Krankenhaus für die Notfallversorgung nicht mehr in der Lage war, entsprechende Qualität zu bieten. Insofern muss man das immer mit unterschiedlichen Gesichtspunkten sehen an dieser Stelle. Die notärztliche Versorgung befindet sich in Hessen deswegen auch auf einem hohen Niveau, weil wir permanent auch darauf achten, dass durch Fortbildung man immer auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse ist und natürlich an dieser Stelle wissen müssen, diejenigen, die zu einem Unfallort und zu einem Einsatzort kommen, was unmittelbar notfallärztlich notwendig ist. Wir haben an dieser Stelle eben auch Ärztinnen und Ärzte mit einer ganz besonderen Qualifikation. Wenn Sie wissen, wie das System aufgebaut ist, also das hört sich möglicherweise etwas merkwürdig für den Notfall an, aber wir arbeiten ja in Hessen mit einem sogenannten Rendezvous-System. Das heißt, eine getrennte Anfahrt von Rettungswagen auf der einen Seite und Notfalleinsatzfahrzeug mit Notarzt auf der anderen Seite, um sicherzustellen, dass die medizinische Versorgung vor Ort auf jeden Fall sichergestellt werden kann. Deswegen ist dieses auch ein entscheidender Punkt dafür, dass wir in Hessen die Hilfsfrist von 10 Minuten auch dementsprechend einhalten können, zu einem großen Teil. Ich sage ganz bewusst ja zu einem großen Teil und komme dann halt zu dem Punkt, den Frau Dr. Sommer angesprochen hat, was denn die Fragestellung ist des Einsatzes und des Einwirkens auf diejenigen Rettungsdienstträger, die möglicherweise diese Hilfsfristen zum Teil nicht einhalten. Das machen wir, aber Sie wissen sehr genau, dass nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz die Landkreise und kreisfreien Städte als Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes diese Aufgabe als Selbstverwaltungsangelegenheit wahrnimmt. Ich lobe nicht sehr häufig Gesetzesvorhaben, die aus der Zeit noch einer rot-grünen Landesregierung kommen. Das mache ich in der Tat nicht häufig. Aber das Hessische Rettungsdienstgesetz sah eine Fachaufsicht vor den Landkreisen und kreisfreien Städten. Und damit wäre die Möglichkeit einer unmittelbaren Einflussnahme sehr wohl möglich gewesen auf die Landkreise und kreisfreien Städten, was die Frage des Rettungsdienstes anbelangt. Aber mit einem der letzten Gesetze der rot-grünen Landesregierung, nämlich vom 24.11.1998,
Ich freue mich ja immer zu behaupten, seit 1999 hat die CDU Regierungsverantwortung in diesem Land in unterschiedlichen Konstellationen, aber damals noch nicht. Am 24.11.1998 hat Rot-Grün mit einer Gesetzesnovelle genau diese Fachaufsicht abgeschafft. Und Sie haben recht gehabt, damals dieses abzuschaffen, weil nämlich die Frage des bodengebundenen Rettungsdienstes eine ureigene Selbstverwaltungsaufgabe von Landkreisen und kreisfreien Städten ist. Und wenn man das auf der einen Seite anerkannt, darf man auf der anderen Seite nicht fordern, dass das Land Einfluss auf Landkreise und kreisfreien Städte nimmt in Form einer nicht vorhandenen Fachaufsicht, meine Damen und Herren. Und das machen wir auch an dieser Stelle nicht, sondern wir lassen uns über das Regierungspräsidium in Gießen regelmäßig an dieser Stelle berichten, wie die entsprechenden Fristen aussehen. Und wir nehmen natürlich an dieser Stelle auch Kontakt mit den Landkreisen auf, auch mit den Kostenträgern, die im Übrigen auch ausverhandeln, die ganze Fragestellung von Bezahlung und anderem mehr mit den Rettungsdienstorganisationen. Ein weiterer Punkt. Die Frage der Notfallsanitäterausbildung und der entsprechenden Veränderungen der gesetzlichen Veränderungen sind ein Weg dazu, von dem Weg des Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter zu kommen. Es ist ein wesentlicher Beitrag dazu, in Zukunft auch Fachkräfte generieren zu können für diesen Bereich, der absolut, und das sage ich an der Stelle sehr bewusst, lebenswichtig ist und überlebenswichtig ist. Ich teile Ihre Auffassung, dass der Stichtag 31.12.2013 mit den 5 Jahren eine entsprechende Hinterfragung verdient. Deshalb hat das Land Hessen für die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft, die im September anfängt, einen Antrag vorbereitet, der entsprechend eine Veränderung der Anerkennungszeiten im Hinblick auf die 5-jährige Berufserfahrung im Jahr bis zum Ende der Übergangsfrist vorsieht. Da brauchen wir die Opposition an dieser Stelle nicht dafür, dass sie uns auffordert. Das machen wir schon sehr alleine, unabhängig davon, dass im Verhältnis zu allen anderen Bundesländern die Notfallsanitäterausbildung in Hessen als erstes Land angefangen worden ist, wir die meisten Auszubildenden haben. Unsere Hilfsfristen dazu führen, dass häufig Rettungswagen angefordert werden aus anderen Ländern, die bei uns dann nicht mehr zur Verfügung stehen, und all das im Zusammenwirken letztendlich dazu führt, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, der Rettungsdienst in Hessen ist im Interesse von Bürgerinnen und Bürgern hervorragend aufgestellt, qualitativ hochwertig, hat hervorragende und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und werden begleitet in der Setzung von Rahmenbedingungen, dass sie ihre Arbeit am bestmöglichsten wahrnehmen können im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend zuverlässig und effektiver Rettungsdienst in Hessen. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? DIE LINKE. Wer enthält sich? SPD und FDP. Damit ist der Antrag mit Mehrheit beschlossen. Meine Damen und Herren, bevor wir in die Mittagspause eintreten, möchte ich noch. Gut, dann halten wir fest. Die Frau Kollegin Öztürk hat sich auch enthalten. Ich bitte um Nachsicht. Der Europaausschuss kommt jetzt zur Freude aller Beteiligten im Sitzungsraum 204M zusammen zu einer Sitzung und will die zügig behandeln. Dann wären wir am Ende der Vormittagssitzung. Wir treffen uns wieder um 15 Uhr. Zur Fortsetzung der Plenarsitzung. Damit ist die Sitzung unterbrochen. Ich danke Ihnen. Alles Gute. So, danke euch auch.